Ich heiße dich herzlich willkommen zum ersten Teil unseres Süderlin-Workshops und freue mich, dass du mit dabei bist. Heute lernst du die Grundlagen des Süderlin-Alphabets kennen. Beim nächsten Mal lesen wir erste Texte aus dem Spar-ABC. Im Archiv stolpert man immer wieder über die alten deutschen Handschriften. Auch in der Ahnforschung sind Kenntnisse dieser Schrift nötig, um in der Spurensuche voranzukommen. Vielleicht hast du irgendwann mal alte Briefe deiner Großeltern bei dir zu Hause gefunden, konntest aber mit der Schrift nichts anfangen. Die Süderlin-Schrift wurde von Ludwig Süderlin erfunden. Die einfach zu lernende Schrift wurde ab 1924 als Schulausgangsschrift in preußischen Grundschulen eingeführt. Ab 1914 wurde die Schrift bereits getestet. Bis 1934 gab es verschiedenste deutsche Schreibschriften. Mit einem Runderlass vom 1. September 1941 wurden die deutschen Schreibschriften verboten. Es sollte ab diesem Zeitpunkt nur noch die lateinische Druck- und Schreibschrift, welche als Normalschrift bezeichnet wurde, genutzt werden. Diese Informationen stammen aus dem Buch Deutsche Schreibschrift von Harald Süß, das ich selbst gerne genutzt habe. Es enthält interessante Informationen zur Entwicklung der deutschen Schrift und viele Übungsbeispiele. Hier siehst du das lateinische Alphabet vorbereitet. Die Zahlen vor den Zeilen haben den Hintergrund, dass die Buchstaben im Süderlin-Alphabet eine Ober- und eine Unterlänge haben können. Alle Buchstaben haben ein Mittelband. Das ist das komplette Alphabet. Drücke kurz Stopp und mache dir einen Screenshot. Ist dir der Bogen über dem kleinen U aufgefallen? Einige Menschen schreiben heute noch so ihre U's. Dies ist ein Relikt der Süderlin-Schrift. Ich würde dir empfehlen, erstmal das Schreiben auf dreizeiligem Papier zu üben. Fange am besten mit Namen und leichten Wörtern an. Bei einem ersten Blick auf die Buchstaben sieht es so aus, als müsste man das Alphabet komplett neu lernen. Aber nicht verzweifeln. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, die mir unter anderem im Studium beigebracht wurden und die wirklich hilfreich sein können. Sie ist sportlich. Süderlin lesen ist manchmal wie das Lösen eines Kreuzworträtsels.